Ja, der Sonntagsgottesdienst in der Kirche, liebe Zuschauer, der bekommt im evangelisch-lutherischen Gemeindezentrum auf dem Sonnenstein im Juli eine ganz besondere Note. Dann nämlich hält nicht der Pfarrer die Predigt, sondern Menschen, die nicht unbedingt einen theologischen Blick auf die Welt haben. Ja, zum dritten Mal gibt es nun die Sommerpredigten auf dem Sonnenstein. Herr Brause, was ist denn erstmal die Grundidee dahinter? Es gibt in der Ökumene, im Gespräch zwischen den Kirchen in der ganzen Welt, ein Satz, der viel diskutiert worden ist, der heißt, die Welt schreibt die Tagesordnung der Kirche und die Kirche sucht Antworten in der Bibel. Und das ist eigentlich die Idee, die dahinter steht. Wie muss man sich denn den Gottesdienst, den Ablauf des Gottesdienstes vorstellen? Ja, es gibt Musik, es gibt Leute, die gerne und gut Musik machen zum Ankommen und zum Mitsingen, und es gibt Texte, die zum Thema der Predigt dazu passen. Und es ist ein ganz einfacher Ablauf. Jeder bekommt eine kleine Ordnung, wo dann draufsteht der Text des Gemeindeliedes und Ähnliches, sodass er sich nicht verloren vorkommen muss, sondern gleich Kontakt finden kann. Für die Predigten haben Sie Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen eingeladen. Im ersten Gottesdienst wird eine Naturwissenschaftlerin predigen. Wer ist das denn und worum geht es in ihrer Predigt? Ja, Frau Dr. König ist Psychologin. Sie hat sich das Thema ausgesucht. Ein Satz, der im Alten und im Neuen Testament vorkommt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und will in ihrer Predigt besonders darauf eingehen, dass der zweite Teil dieses Satzes, wie dich selbst, ganz wichtig ist, weil man zur Liebe eigentlich nur dann fähig wird, wenn man auch sich selber annehmen kann. Ja, sie wird da ihre Berufserfahrung einbringen in diese Predigt. Ja, Frau Sperg, was macht denn für Sie ganz persönlich das Reizvolle an dieser Art Gottesdienste aus? Der Unterschied ist, wenn ein Theologe eine Predigt hält, dann hat er eine ganz andere Terminologie. Also er verwendet andere Begriffe, die manchmal der Gottesdienstbesucher, vor allen Dingen, wenn er zum ersten Mal die Kirche besucht, gar nicht versteht oder nicht mit Inhalt füllen kann. Wenn jetzt jemand, der mit beiden Beinen im Leben steht, nicht Theologie studiert hat, weil seine eigenen Erfahrungen rüberbringt, ist das natürlich ganz anders. Das kommt, also das fällt auf andere Ohren. Das ist wie wenn man ein technisches Gerät erklärt, der Fachmann erklärt komplizierte Prozesse und der andere sagt, du musst nur den flachen Stecker in die flache Buchse stecken und schwupps geht's an. Das ist manchmal, sind's ganz einfache Formulierungen, ganz einfache Worte, die dann sagt, jetzt habe ich das verstanden oder das hat mich berührt. Das ist eine andere Form. Manchmal muss man was mit mehreren Zungen hören, mit mehreren Vorgeschichten und dann sagt man, das hat mich jetzt angerührt und die Frau hat recht oder der hat dasselbe erlebt wie ich und das ist eigentlich eine wunderbare Sache. Das heißt jetzt nicht, dass der Pfarrer, weil er ja bei der Theologie studiert hat, auch einen anderen Grund bringt. Er soll ja die Gemeinde auch anleiten. Aber wenn andere auch mal zu Wort kommt, ist eine Lebendigkeit, gerade bei uns jetzt hier im Sommer, die ich eigentlich nur empfehlen kann. Also ich freue mich jedes Jahr auf den Predigtsommer. Ja, Sie sind von Anfang an mit im Organisationsteam dabei. Wie haben sich denn die Sommerpredigten im Laufe der 3 Jahre jetzt entwickelt? Und wer war mit dabei als Redner? Ja, am Anfang haben wir uns erstmal über Grundsätzliches geeinigt. Welche Liturgie, wie wollen wir das aufbauen, was ist auch ansprechend. Und dann hat Herr Brause hat da auch gute Verbindungen, weil er auch jeden kennt. Und da haben wir ein paar Gäste eingeladen, wie den Dr. Stein von der Nationalparkverwaltung, den Kabarettisten, den freien Kabarettisten Gunter Böhnke. Dann war auch eine Die Frau Müller war eine Soziologin, also es ist interessant, ganz verschiedenes Spektrum gewesen. Dann Malermeister Lippert, Herr Bieberstein, der auch die Stadtführungen macht, auch Personen, die Pirna kennen, wo sie sagen, also das hätte ich gar nicht gedacht, dass der so gut predigen kann. Und man merkt auch, wenn jetzt, wie viel Mühe, wie viel Freude da in der Vorbereitung steckt, auch in dieser Predigt, das kommt dann auch rüber. Denn wenn man 20 Minuten eine Predigt hält, das sind ja viele Tage Vorbereitung und auch ein paar schlaflose Nächte. Und es ist immer wunderbar, was dann am Ende rüberkommt. Und wenn es dann der Gottesdienst abgeschlossen ist und wir stehen draußen in zwangloser Runde und die Anspannung ist dann abgefallen, dann kommen auch Gespräche zustande, die wirklich auch bereichernd sind. Und ich kann eigentlich nur einladen, das einfach mal zu genießen.
Ja, man findet es ja nicht in jeder Kirchgemeinde, dass auch Nicht-Theologen auf der Kanzel stehen können. Warum ist es denn für die Kirchgemeinde auf dem Sonnstein der richtige Weg, sich auch zu öffnen? Wir haben uns gedacht, das ist eigentlich die Aufgabe eines jeden Christen, das Evangelium zu predigen, das nicht als die Aufgabe des Pfarrers zu überlassen oder denen, die Theologie studiert haben, sondern dass wir einfach auch unseren Auftrag, unseren eigenen Auftrag stärker wahrnehmen. Und wir können nur das weitergeben, was wir selber verstanden haben, was wir verinnerlicht haben. Unsere eigene Gottesbeziehung, unsere Liebe, die können wir nur weitergeben, wenn sie auch besteht. Sonst ist es unglaubwürdig. Und das merkt man dann schon. Und das ist eigentlich das, wo auch Gemeinde wachsen kann, wo sie offen wird, wo die Menschen merken, dort ist ein Ansprechpartner, da ist was los, mit denen kann man reden, das habe ich noch nie gesehen, meine Fragen bin ich nirgends losgeworden. Und einfach diese Lebendigkeit hier in den Sommermonaten zu erhalten, das ist eigentlich die letzten Jahre ganz gut gelungen und wir hoffen, dass es dieses Jahr wieder so klappt. Zusammenfassend schauen wir am Ende nochmal auf die Liste der Prediger, die im Juli noch erwartet werden. Herr Brause, wer ist denn noch dabei? Da kann ich mal hier auf den kleinen Flyer hinweisen. Der erste Gottesdienst, den hatten wir schon erwähnt. Der zweite Gottesdienst wird von die Predigt von Sebastian Reisig, dem Geschäftsführer der Aktion Zivilcourage, gehalten. Dann am dritten Tag ist eine langjährige Ex-Bürgermeisterin hier, Frau Ursula Guder aus Zittau und Dittelsdorf. Und den Schluss macht der Oberstudiendirektor Herr Wenzel, der Schulleiter des Schiller-Gymnasiums. Ja, vielen Dank für diese Ausblicke. Vielen Dank, Herr Brause. Vielen Dank, Frau Sperg. Ja, liebe Zuschauer, und wenn Sie Interesse haben, die nächsten Sonntage vormerken, ab 17 Uhr im Kirchgemeindezentrum auf dem Sonnstein.